Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe im Jahr 2021, in dem ich aus verschiedenen Andachten, aus Bibelleseplänen der YouVersion Bible App vorlese. Und heute lese ich aus einem Bibelleseplan, der heißt All is Calm, alles ist still. Da lese ich zunächst aus zwei Bibelverse vor, die im Grunde genommen darüber reden, warum wir eigentlich jedes Jahr immer wieder aufs Neue Weihnachten feiern. Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld, also hebt die Gottesferne, die Trennung von dem, was mich eigentlich ausmacht, auf und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Und dann 5. Mose 6, 4 bis 7. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit aller eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Wir alle leiden immer wieder unter geistlicher Amnesie. Wir vergessen, wer Gott ist und wie er von einem Tag auf den anderen alles veränderte. Wie du muss auch ich mich jedes Jahr daran erinnern, wer Jesus ist und warum seine Geburt so wunderbar ist. Nicht, weil mein Verstand es vergisst, sondern weil mein Herz aufgehört hat, sich zu wundern. Wie das alte Sprichwort sagt, Vertrautheit erzeugt Geringschätzung. Vertrautheit erzeugt Geringschätzung, was für ein Sprichwort. Und so verliert leider auch unser Herz den Sinn für Wunder. Den Sense of Wonder. Das ist mit ein Grund, warum die Israeliten angewiesen wurden, sich im regelmäßigen Rhythmus an Gottes Wunderwerke zu erinnern, damit sie und ihre Kinder es nicht vergessen, aber auch damit ihnen Gottes Nähe und Kraft im Gedächtnis bleiben. Wenn wir also die Weihnachtszeit erwarten und all die damit verbundenen Vorbereitungen, kann es leicht passieren, dass wir uns von der Gestaltung unserer eigenen kleinen Winterwunderlandschaften gefangen nehmen lassen. Deshalb müssen wir uns vornehmen, uns an Gottes Güte zu erinnern, daran, wer er ist und was er getan hat. Ein hervorragender Weg, das zu tun, ist die Meditation über die Namen Jesu. Denn so erkennen wir die vielen Möglichkeiten, in denen er uns gerade jetzt nahe sein will, und wir werden die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen. Wie bei einem brillant geschliffenen Diamanten, den wir im Sonnenlicht drehen, führt uns das Meditieren über Jesu Namen dazu, die vielen Facetten seines Charakters zu bewundern. Jede für sich ist schön, aber im Ganzen betrachtet ergibt sich das atemberaubende Bild des Gottessohns, der Mensch wurde, um uns zu retten. Deshalb bitte ich dich, jetzt innezuhalten und dich an Gottes Güte zu erinnern, indem du auf die Namen Jesu schaust, wie sie in einer der am häufigsten zitierten Prophetien über unseren Erlöser aufgezählt sind. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns, der Schöpfer, der alle Herrlichkeit und Kraft und Autorität besitzt, sich aber entschieden hat,
als kleines Kind in unsere Welt zu kommen, um bei seinen Geliebten zu wohnen und die Beziehung zu uns wiederherzustellen. Jesus ist das Wort Gottes, die volle Offenbarung, uns von Gott auf die beste Art vermittelt, die direkteste und persönlichste Botschaft, die Gott uns überhaupt geben konnte, für alle verfügbar, die ihn suchen. Jesus ist der Heilige Gottes, prächtig an Würde und souverän an Autorität, vollkommen ohne Sünde, dessen Heiligkeit nicht bedrohlich, sondern Grund zur Hoffnung ist. Denn er allein kleidet uns in göttliche Gerechtigkeit. Welcher Name von Jesus sticht für dich heraus? Vielleicht ist es noch ein ganz anderer als die, die ich gerade aufgezählt habe. Nimm dir Zeit, über den Reichtum seines Charakters nachzudenken. Und dann zähle auf oder schreib es auf, welche seiner Namen genau in deine heutige Situation in diesen diesjährigen Advent hineinpasst. Und dann meditiere darüber. Nimm es in dich auf. Verstoffwechsle diesen Namen und stell dir mal vor, als würde Gott mit diesem Namen direkt neben dir durch deinen Alltag gehen. Denn das bedeutet Weihnachten, dass Jesus in deinen Alltag kommt und mit dir zusammen überall hingehen möchte, wo du hingehst, um das zu sehen, das zu empfinden und das zu tun, was du tust, mit dir zusammen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen mega adventlichen Tag. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und freue mich drauf, morgen mit dir das nächste Hoffnungstürchen des literarischen Adventskalenders des unrasierten Apostels der Liebe zu öffnen. Bis dann.